Jo, was geht meine GTA-Freunde und auch Sellevelisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online und heute zeige ich euch, wie ihr die Pure White Lackierung bekommt, inklusive Bennys Felgen. Ist ein wirklich sehr einfacher Glitch, die meisten von euch dürften den Glitch ja sogar kennen. Nun zeige ich euch aber, wie ihr die Pure White Lackierung bekommt. Und zwar braucht ihr für diesen Glitch drei Fahrzeuge. Und zwar zu einem braucht ihr ein Sprunk Buffalo, den ihr euch bei Sau von San Andreas besorgen könnt. Dann braucht ihr ein Bennys Fahrzeug, wo ihr dann am Ende noch die Bennys Felgen drauf machen könnt. Und ein Fahrzeug, welches das alles bekommen soll. Ich mache das hier mit meinem Kuruma. Und dann würde ich sagen, wir fangen mit dem Glitch an. Und zwar sollten alle drei Fahrzeuge sich in eurer Arena-Werkstatt befinden. Ihr nehmt jetzt einfach nur euren Sprung Buffalo, steigt da ein und fahrt damit dann in die Tuning-Werkstatt. Nach eurer Einfahranimation solltet ihr auch schon die Tuningsoption haben. Jetzt drückt ihr einmal Kreis und geht auf Fahrzeug verlassen. Wenn ihr aus dem Fahrzeug ausgestiegen seid, geht in die Ego-Perspektive, geht dann Richtung RC Bandito und dann müsst ihr so weit nach vorne laufen, dass ihr oben links die Meldung drücke Steuerkreuz nach rechts nicht mehr habt. Wenn ihr diese Meldung nicht mehr habt, dann lauft ihr nochmal ein bisschen zurück, bis die Meldung auftaucht. Jetzt wird es ein kleines bisschen tricky, denn jetzt müsst ihr die rechte Steuerkreuztaste, den linken Stick nach vorne und X gleichzeitig drücken. Da könnt ihr vielleicht ein paar Versuche brauchen. Euer Charakter sollte halt einfach so eine 360-Grad-Drehung machen und ihr könnt dann aus eurer Ego-Perspektive rausgehen, steigt dann wieder in das Fahrzeug ein und ändert an diesem Fahrzeug eine Kleinigkeit. Am besten Fenster oder sonst was. Wenn ihr an dem Fahrzeug was geändert habt, drückt ihr die Optionstaste, geht dann auf Freunde und scheint jetzt irgendeiner Person nach, die sich in einem anderen Zielmodus befindet. Seid am besten im freien Zielen, denn das macht euch alles um einiges einfacher, wenn ihr im freien Zielen seid. Ihr wartet jetzt einfach nur, bis die Online-Details abgerufen worden sind. Die erste Meldung wird sofort verschwinden und die zweite Meldung lehnt ihr mit Kreis ab. Jetzt schließt ihr euer Pausenmenü und verlasst ganz einfach nur euer Fahrzeug. Jetzt müsst ihr in euer Bennys Fahrzeug einsteigen. Ich mache das hier mit dem Retro Custom. Ihr könnt auch einen Lowrider benutzen oder den Sultan RS. Sucht es euch aus. Ihr steigt einfach in das Fahrzeug ein und fahrt mit diesem nach draußen. Und wenn ihr dann draußen seid, werdet ihr sehen, ihr habt die Pure White Lackierung. Also die gemoddete weiße Lackierung. Jetzt müsst ihr einfach nur aus dem Fahrzeug aussteigen. Und es ist dann in eurer Arena Werkstatt gespeichert. Wenn euch nur die Lackierung reicht, dann könnt ihr jetzt abschalten. Wenn ihr noch die Bennys Felgen drauf haben wollt, dann müsst ihr jetzt noch dranbleiben. Also ihr geht dann wieder zurück in eure Arena-Werkstatt, steigt dann in euer Bennys Fahrzeug ein, welches die Pure White Lackierung hat und fahrt mit diesem in die Tuning-Werkstatt, indem ihr die Steuerkreuztaste nach rechts drückt. Nach eurer Einfahranimation habt ihr auch schon wieder die Tunings-Option. Und jetzt geht ihr einfach nur auf Felgen und wählt jetzt die Felgen aus, die ihr haben wollt, auf eurem nächsten Fahrzeug, also die Bennys Felgen. Habt ihr euch dann für eine Felge entschieden und auch die Felgenfarbe, dann drückt ihr jetzt einfach nur auf Kreis und zwar so lange, bis ihr aus dem Fahrzeug aussteigen könnt. Wenn ihr dann ausgestiegen seid, dann geht ihr jetzt wieder zu eurem RC Bandito in Ego-Perspektive, lauft dann wieder nach vorne, bis ihr oben links die Meldung nicht mehr habt. Wenn ihr die Meldung nicht mehr habt, dann lauft ihr wieder ein bisschen zurück, bis die Meldung erscheint. Jetzt drückt ihr die Steuerkreuztaste nach rechts, den linken Stick nach vorne und X gleichzeitig. Euer Charakter macht da wieder so eine 360-Grad-Drehung. Ihr könnt ja wieder aus eurer Ego-Perspektive rausgehen. Steigt dann in euer Fahrzeug ein. Ändert wieder eine Kleinigkeit. Ich habe es jetzt mit dem Spoiler gemacht. Ihr könnt ändern, was ihr wollt. Wenn ihr dann was geändert habt, dann drückt jetzt wieder Optionstaste. Geht auf Freunde. Geht dann wieder auf irgendeine Person, die sich im anderen Zielmodus befindet. Und trete diesem bei. Nachdem die Online-Details abgerufen worden sind, wird die erste Meldung sofort verschwinden und die zweite Meldung lehnt ihr mit Kreis ab. Jetzt schließt ihr euer Pausenmenü, steigt aus dem Fahrzeug aus, steigt jetzt in das Fahrzeug ein, welches die Pure White Lackierung und die Bennys Felgen haben soll und fahrt mit diesem nach draußen. Und wenn ihr dann draußen angekommen seid, werdet ihr sehen, ihr habt die Pure White Lackierung und die Bennys Felgen auf eurem Fahrzeug. Jetzt müsst ihr nur noch aussteigen, das Fahrzeug wird verschwinden und ist in eurer Arena-Werkstatt dann gespeichert. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein kleines bisschen weiterhelfen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch mit einem Abo. Und wenn ihr richtig krass drauf seid, dann zeigt es mir, indem ihr die Glocke aktiviert. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.